Am Dienstagmittag kam es auf der B431 in Niendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Kombi gegen eine Hauswand. Die Bundesstraße musste vollgesperrt werden. 11:43 Uhr bekamen wir die Alarmmeldung, Pkw in Hauswand und Personen eingeklemmt, wobei wir sofort ausgerückt sind, die Niendorfer Feuerwehr. Wie ich vor Ort ankam, sagte gleich ein Notarzt oder ein Rettungssanitäter, dass das Dach runter müsse, wobei ich auch gleich hier den Fire Left aus Meldorf mit alarmiert habe, wo die Schere und Spreizer haben, damit die vor Ort sind. Die Frau musste von der Feuerwehr mit einem Spezialgerät befreit werden. Anschließend wurde die schwer verletzte Autofahrerin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Inwieweit das Haus einsturzgefährdet ist, wird derzeit vom Technischen Hilfswerk untersucht.